Dann werden wir noch mal die Wohnkasernen aufsuchen. Ich werde hier sein, wenn ihr fertig seid. Schön. Kommt später wieder. Vielleicht habe ich dann Arbeit für euch. Und du da? Hawkerfleisch. Einen ganzen Teller Hawkerfleisch. Angebot zur rechten Zeit. Ich erwarte deine Lieferung von 20 Vulkanglaspfeilen. Wenn ihr welche davon haben wollt, verkaufe ich sie euch zum Selbstkostenpreis. Ich muss die Ware loswerden, sonst wird das Miststück auf unser Geschäft aufmerksam. Wenn ihr sie wollt, findet ihr sie im üblichen Versteck unter den Docks. Ich melde mich in einer Woche bei euch, Delvin. So, so, gut zu wissen. Unter den Docks. Und eine Warnung kommt noch rein. Delvin, Meister des Schleichens, was? Wenn ich euch noch einmal dabei erwische, wie ihr versucht, euch an mich heranzuschleichen. Während ich im See bade, schneide ich euch euer wertvollstes Stück ab. Schnipp, schnapp, schniedel ab, mein Freund Delvin. Kleiner Spanner hier. Hi. Ich bin beschäftigt. Habt ihr denn nichts zu tun? Wolltet ihr nicht vielleicht mit mir baden gehen? Ihr braucht einen Rat? Sprecht mit Brynjolf. Ich habe Besseres zu tun. Ja. So wie drüber nachzudenken, wo man am besten baden geht. Habt ihr schon etwas für uns? Nein, noch nicht. Macht keinen Ärger. Sonst gibt es Ärger. Ja. Ich schau mal hier. Lieferung eingetroffen. Unsere Lieferung ist eingetroffen und die folgenden Gegenstände stehen auf eurer Liste. Wenn ihr sie haben wollt, will ich Gold sehen. Feuersalz, lebendes Gift, Schwarzdorn, Privatreserve, Schattenband, Wein und Apfelbeerenkonserven. Davon habe ich nichts, davon will ich nichts. Ist das jetzt das, was ich machen will? Dem Letzten, der Feckel Ärger bereitet hat, wurde der Schädel zertrümmert. Was? Gott, was? Habt ihr schon etwas für uns? Nein, nerv mich nicht. Und du? Wenn ihr euch unterhalten wollt, ist die zersplitterte Flasche nicht der richtige Ort. Okay, okay. Wer will sich schon mit einem von euch unterhalten? Ich will lieber die Kiste ausräumen. Ist keine Kiste. Mistekiste. Nix hier. Wo sind denn die Wohnquartiere? Hier, da bin ich doch hergekommen. Da hinten geht's dann lang. Werden wir einfach mal dem Weg folgen und schauen, ob wir die Wohnquartiere finden. Hier ist auch nicht mehr wirklich was. Vorratsschrank. Schlüssel erforderlich, du kannst es nicht knacken. Wenn du ran willst, brauchst du den Schlüssel. Lydia, dir ist gerade ein Gold aus der Rüstung gefallen. Ich nehme das einfach mal mit, ne? So. Ist da jemand? Oh, oh, Soldaten der Talmoor. Wie kommen die denn auf einmal hierher? Habt ihr auf mich gewartet, hä? Genau. Los, auf in den Nahkampf, Lydia. Was denn? Ach so, das ist meine einzige Wahrheit. Einmal den, einmal den. Oh, Lydia hat es schon zerrissen. Das ging aber schnell. Lydia, durchhalten. Mädchen, komm. Bin immer noch da. Sehr gut. So brauche ich dich. Immer noch da. So, und hier nehmen wir einfach mal deine Fackel, wollen wir nicht. Der Langbogen ist uns auch zu schlecht. Die Handschuhe brauchen wir auch nicht. Wir haben ja die ganze Rüstung selber. Den orkischen Pfeil, aber der andere Kollege hier. Hä? Wo ist er denn? Ach da. Hatte der nicht so ein schönes Schwert dabei? Jetzt falsch geguckt. Der hatte doch so ein leuchtendes Schwert. Und du? Ein toter Nord. In einer goldenen Halskette. Sehr schön, die nehme ich mit. Die Robe kannst du behalten. Ich will eigentlich das Schwert von dem Fritzen. Wo ist denn das jetzt hingefallen? Komm mal her zur Seite. Der Fackel in der Hand. Ist das noch irgendwie dabei? Habe ich es einfach übersehen? Nein. Das Schwert ist weg. Wie auch immer das passieren konnte. Wir werden einfach mal weitergehen und schauen, ob wir die Wohnquartiere finden. Vielleicht schleichen wir wieder, damit man uns nicht gleich kommen hört.
hier ist eine schöne Stahlstreitaxt. Aber was will ich denn damit? Das müllt mir nur das Inventar zu, das ganze Zeug. So. Hier ist jetzt nichts. Da haben sie uns eben gerade erwischt. Da kommt man auch nicht runter. Hier würde man runterkommen. Will ich da runter? Ich bin mir nicht sicher. Würde ich da runter wollen? Nee, sicherlich nicht. Wir wollen doch zu diesen Wohnquartieren. Irgendwas brummt im Hintergrund. Ne, wir müssen runter. Wir müssen sogar runter. Dann gehen wir doch den Weg da unten durch. Und zwar mal eben durch den Kerker. So. Ja, hat so wahnsinnig was gebracht. Was ist hier für ein Trank? Wundertrunk des Heilers. Sehr schön. Lydia, kommst du? Komm, Lydia. Ah ja, da bist du. Sehr gut. Hier ist auch nicht mehr wirklich was. Spitzhacke brauche ich nicht, habe ich eine. Keine Falle, wir können durch. Oh. Was? Im Gehege des Rattenweges angekommen. Da oben müssen wir durch, aber wir werden erstmal schauen, was hier unten noch so ist. Jetzt können wir nämlich aufschließen, die Tür. Aber hier scheint nicht wirklich was zu sein. Ah, wir können uns auch das sparen mit dem Aufschließen. Nein, ihr werdet mich niemals finden. Okay, warum auch? Ich will hier die Tür aufschließen. Ein bisschen hier, ein bisschen da. Nein! Dietrich abgebrochen. So. So vielleicht. Klappt. So, die Tür ist schon mal offen. Die Tür schließen wir auch auf. Ich sollte vielleicht ein bisschen mehr Trainingspunkte in den Schlossknack-Skill investieren. Oh, hi! Eimer, Messer, Buch, Tintenfass, Stein. Nein, nein, nein. Hier ist aber dunkel bei dir. Geht weg. Geht weg. Geht weg. Bitte bringt mich nicht um. Nein, nein. Nein, Lydia, nein. Jemand muss etwas tun. Ach, Lydia. So aggressiv wie du bist, so läuft es nicht. Du kannst doch nicht einfach die Leute töten. Hallo, bringt mich nicht um. Nein, nein. Und Lydia zückt die Waffe und spaltet die Frau in zwei Teile. Also, da müssen wir nochmal drüber reden, Mädchen. So fühle ich mich nicht wohl damit. Hi. Salvanius. Sie waren golden. Selbst als Tote. Aber ihr Blut war rot. Ich wusste es. Aha. Sowas. Schöne Hütte hast du hier. Kaiserlicher Offiziershelm. Gut sieht er aus. Magst du den nicht aufsetzen? Komm mal her hier. Die Feuer erleuchteten die Nacht. Überall am Romare-See. Wie herabgefallene Sterne. Es war wirklich schön. Ja, ja, es war irre schön. Aber der sieht mich immer. Ich will jetzt auch nichts. Er hat mir alles erklärt, als ich noch verstanden habe. Ich kann mich nicht erinnern, aber ich weiß es noch. So, so. Du für einer. Schöne Mütze hast du. Kommt her, kommt her, kommt her, kommt her. Weißt du was? Ist da jemand? Tja. Da ist wirklich jemand. Der Koch. Wir sind verloren. Genau. Ihr seid verloren. Eine Kochmütze. Die ist ja irre cool. Also, jetzt im Sinne des Let's Plays, ja, ich werde mir jetzt diese wunderbare Kochmütze aufsetzen. Yeah. Der Chef ist auch dabei. Küchenchef. Marv Küchenchef mit Kochmütze unterwegs. Und plötzlich wurde die ganze Rollenspielatmosphäre mit einem Item komplett zerstört.
Pferdefleisch. Schleifstein. Vielleicht kann ich da so ein bisschen kochtechnisch meine Wasser aufbessern. Ebenenerz brauche ich. Ja. Diesen schönen Bogen habe ich irgendeinem Viech abgenommen. Ich weiß gar nicht mehr, wem das, wer das war. So, dann werden wir wieder die Kochmütze von uns weisen und unseren wunderbaren Elfenhelm wieder aufsetzen. Damit sehen wir einfach doch ein bisschen besser aus als mit Kochmütze. So, ja, Lydia, du musst nicht schleichen. Hier geht's runter. Und hier ist der gute Mann, den wir suchen. Verschwindet! Nein. Espern, mach die Tür auf. Ich bin ein Freund. Was? Das bin ich nicht. Ich bin nicht Espern. Ich habe keine Ahnung, wovon ihr redet. Aha. Tja. Man könnte meinen, dass die Talmor euch aufgespürt haben. Aber Delphin hat mich geschickt. Keine Angst, ich komme von Delphin. Delphin? Woher? Also habt ihr sie endlich gefunden. Und sie hat euch zu mir geführt. Und jetzt sitze ich wie eine Ratte in der Falle. Tja, so kann das gehen. Aber Delphin braucht eure Hilfe, um die Drachen aufzuhalten. Tut sie das? Dann hat sie also endlich die Wahrheit erkannt. Ihr solltet besser reinkommen und mir erzählen, wie ihr mich gefunden habt und was ihr wollt. Ja, dann mach mal die Tür auf. Das dauert nur einen Augenblick. Selbstverständlich. Der hier klemmt immer. So. Sind nicht mehr viel. Ja. Das wäre geschafft. Aufmachen hier. Klopf, klopf. Kommt herein, kommt herein. Ja. Fühlt euch wie zu Hause. So, besser. Oha. Jetzt können wir uns unterhalten. Also kämpft Delphin immer noch nach all den Jahren. Ich hätte gedacht, dass ihr mittlerweile klar geworden ist, dass es hoffnungslos ist. Ich habe versucht, es ihr zu erklären. Schon vor Jahren. Was meint ihr damit? Es ist hoffnungslos. Habt ihr es noch nicht kapiert? Was muss denn noch passieren, bevor ihr aufwacht und versteht, was vor sich geht? Alduin ist zurückgekehrt, genau wie es die Prophezeiung vorhergesagt hat. Der Drache vom Anbeginn der Zeit, der die Seelen der Toten verschlingt. Niemand kann seinem Hunger entkommen, hier oder im Jenseits. Alduin wird alles verschlingen und die Welt wird enden. Nichts kann ihn aufhalten. Ich habe versucht, es ihnen zu sagen. Sie wollten nicht zuhören. Dummköpfe. Es ist alles eingetreten. Und ich konnte nur zusehen, wie unser Untergang naht. Oh oh. Alduin, der Drache, der die anderen von den Toten auferstehen lässt? Ja, ja. Ihr wisst es ja. Aber ihr weigert euch, es zu verstehen. Tja, ihr redet über das buchstäbliche Ende der Welt. Oh ja. Es wurde alles vorausgesagt. Das Ende hat begonnen. Alduin ist zurückgekehrt. Nur ein Drachenblut kann ihn aufhalten. Aber seit Jahrhunderten hat sich kein Drachenblut gezeigt. Es scheint, als seien die Götter unserer überdrüssig. Sie überlassen uns unserem Schicksal als Spielzeug von Alduin, dem Weltenfresser. Tja, es ist nicht hoffnungslos, Espern. Ich bin ein Drachenblut. Man sieht es mir vielleicht nicht sofort an, aber definitiv, ich bin eins. Ich sag nur, Fusrodar in your face. Was? Ihr? Kann das wirklich sein? Drachenblut? Dann gibt es Hoffnung. Die Götter haben uns nicht verlassen. Wir müssen gehen, schnell. Führt mich zu Delphin. Es gibt eine Menge zu besprechen.